habe mir so eine Gartenbank geholt von Kleinanzeigen. Für Fuffi. Die super solide verarbeitet seinerzeit. Die ist, so wie die aussieht, ist die sicherlich schon 20, 30 Jahre alt, würde ich mal schätzen. Da hat man schon 1000 Schrauben hier reingejagt und hast nicht gesehen. Aber die würde ich dann soweit sanieren oder restaurieren oder wie man es nennen mag. So sieht das Ganze aus. Das ist jetzt kein Guss, sondern aus vollen geschnitten. Das sieht man auch hier. Plasmaschneider oder was auch immer das gewesen, oder Wasserstrahlschneider. Also das ist auf jeden Fall viel robuster als Guss in dem Falle. Hier leichter Riss, aber ist nichts Tragisches. Viel Moos. Ich habe die soweit schon hier, oder die Schrauben besser gesagt, soweit schon mit Rostlöser, sage ich mal, eingepinselt. Hier sieht man, dass alle Schrauben teilweise abgerissen sind. Und halt, dass die alte Lasur abblättert. Ansonsten ist die in recht gutem Zustand. Das ist richtig solides Zeug. Also die ist ja auch richtig schwer, um die 50, 60 Kilo. So, ich habe jetzt ein paar Bretter abschrauben können. Und das ist halt wie bei einer Sanierung. Je mehr man zerlegt, desto mehr findet man. Also ich habe mich vielleicht am Anfang ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich will die Bank nicht in einen Neuzustand versetzen, sondern ich möchte diese Patina quasi erhalten und quasi das Leben der Bank verlängern einfach. Ich wollte die Leiste oder die Bretter hier anschleifen, neu lasieren. Und das Gestell lasse ich so, das werde ich einfetten. Ich habe auch hier ist alles rumgedreht, abgerissen. Hier die alte Lasur löst sich. Ich habe mir auch neue Schrauben gekauft. Also ich werde alles auf Edelstahl umstellen. Ich denke mal, man sollte eh mehr oder weniger, also ich versuche halt, oder anders gesagt, stehe ich mehr auf alte Sachen als auf neue Sachen. Weil die haben letztendlich schon was erlebt, die haben Geschichte. Das haben neue Klamotten nicht. Und gewisse Dinge gehören halt einfach erhalten. Also neu kaufen kann jeder. Aber alte Dinge aufarbeiten, ich denke mal, da hat man mehr Freude dran. Das ist meine Ansicht dazu. Und zwar habe ich mir hier sowas gekauft. Das wollte ich mal ausprobieren, ob das funktioniert, so wie in der Werbung angepriesen. Und ob ich damit die Dinger schaffe auszudrehen. Hier sind halt zwei Spitzen. So wie ich das verstehe, ist dieser Linkskonus, sage ich mal, dafür musst du eine Bohrung vorsehen. Und das Gegenstück da oben, das ist bei abgebrochenen Schrauben. Das werde ich gleich ausprobieren, ob das so klappt. So, jetzt habe ich das hier vorgebohrt. Jetzt versuche ich damit auszudrehen. Mal gucken, ob das klappt. So sieht das aus. Scheint zu funktionieren. Sogar so eine 6er Schraube rausbekommen. So, noch ein Versuch. Das haut hin.
So, ich habe jetzt alle möglichen Ersatzschrauben besorgt für die Bank quasi und will das entsprechend ersetzen. Das ist einmal die 6er 6x70 innen 6 rund, also Torx. Torx ist ja ein Markenname. Die bindet halt, oder die hat bessere Drehmomentübertragung als der Schlitz und wird nicht so schnell rumgedreht. Ist auf jeden Fall besser. So, die Stütze habe ich einmal hier abgedreht, ganz normal mit dem stinknormalen Schraubenzieher. Also das ging noch, dafür bräuchte ich dann kein Set in dem Sinne. Muss man halt gucken, ob das halt notwendig ist, dass wie auch immer kippelt. So, die Bank ist zerlegt. Jetzt will ich die Hölzer abschleifen. Dann sind halt die alten Schrauben. Die sind nichts mehr. Und das Teil will ich auch nicht mehr verwenden. Das ist irgendwie rumgemurkse da. So, ich habe das jetzt soweit abgeschliffen alles. Also der Wurmfraß ist soweit raus. Das ist auch stabil hier. Ich würde diese Bohrung nutzen, die beiden. Also die Ursprungsbohrung. Ich würde das wieder so anschrauben. Das ist das schlechtere Teil von beiden. Das ist in Ordnung. Also theoretisch könnte man das mit Kunstharz oder so aufgießen. Das müsste sogar funktionieren. So, und die Balken, die habe ich ja auch alle abgeschliffen. Jetzt würde ich mit der Lasur da einmal drüber pinseln. Da ist quasi dieselbe Farbe. Das ist auch eine Lasur gewesen. Also Lasur auf Lasur geht. Was ich mir halt hier überlegt habe, das könnte man sogar in Öl einlegen für eine längere Zeit, sodass sich das Ganze richtig durchsaugt. Dann müsste das auch ganz gut funktionieren. Aber die Bank wird ja überwiegend unter Bäumen stehen und wird durchaus noch mehrere Jahre stehen. Folgendes überlegen. Und zwar nehme ich dafür Mike Senders Korrosionsschutzfett, das ist eigentlich für Karosserie gedacht. Das habe ich noch von meinen letzten Restaurierungsarbeiten 190i. Das Video kann man sich auch reinziehen, gibt es auch irgendwo im Portfolio, sage ich mal. Und zwar würde ich das damit so imprägnieren, dass das Fett quasi in die Hölzer einzieht. Und da dürfte dann nichts mehr passieren. Also der Wurm und Wasser ist dann vollkommen uninteressant für das Holz. So, ich habe da noch ein bisschen was über quasi. So, und dann gehe ich einfach so drüber. Schmiere das richtig satt auf. Und dann gehe ich mit Heißföhn drüber, dass das einziehen kann. Da man nicht direkt drauf sitzt, ist das eh egal, sag ich mal. Das bleibt ja nicht auf der Hose kleben. Das ist quasi sowas wie Ölen in Extrem.
Also die Substanz ist noch gut. Ich habe hier angeschaut, also quasi das Morsche weggescheuert. Das ist hier noch alles fest. Das sollte durchaus funktionieren. Eventuell muss man hier ein Hölzchen drunter legen oder wie auch immer, damit die Latten gerade werden. Aber werden wir gleich sehen. So, das schmilzt und zieht ein. Das ist so ein ja, weiche Mischung halt für die Karosserie. Das sollte dicke funktionieren, auch für Holz. Ich glaube nicht, dass das irgendwann mal jemals wieder gammeln wird. Aber die Zeit wird alles offenbaren. Das ist meine Note. So, jetzt habe ich die beiden Basiselemente aufgeschraubt. Da kommt noch mal ein bisschen Fett drauf und dann kann ich die ganzen Verleistungen aufschrauben. Das ist eigentlich noch sehr solide. Das sollte ein paar Jahrzehnte noch halten. Die sind richtig schwer, die Füße. Justieren teilweise. Ich habe noch eine Schraube dazu genommen und jetzt ist das Ganze nochmal stabiler geworden. Alle Schrauben sind Edelstahl, wie vorhin gesagt. Naja, aber so ist das mega stabil jetzt und die sieht frischer aus, ne? Mit einer gewissen Patina.